Hi, ich bin Franzi, ich bin 24 Jahre alt und ich mache gerade die Ausbildung zur Industriekauffrau und bin jetzt fast im zweiten Lehrjahr. Moin, ich bin Laurin, bin 22 Jahre alt und habe dieses Jahr im Januar meine Ausbildung zum Industriekaufmann abgeschlossen. Ich wollte nach meinem Studium einfach gerne mal was Praktisches machen und mich endlich richtig im Berufsleben fühlen sozusagen und genau, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Außerdem einfach, weil man durch alle möglichen Abteilungen im Unternehmen schauen kann und ja, dadurch breit aufgestellt ist und viele Möglichkeiten hat. Ein Freund von mir hat mich auf die Hahnemühle aufmerksam gemacht und daraufhin habe ich mich ein bisschen informiert, habe herausgefunden, dass man unter anderem auch ein Praktikum im Ausland machen kann oder ins Homeoffice gehen kann und das waren dann Punkte, die mich angesprochen haben und ja genau, deswegen habe ich mich hier beworben. Ich habe mich schon immer für wirtschaftliche Themen interessiert und die Ausbildung hat mir dann die Möglichkeit gegeben, diese Interessen zu vertiefen. Außerdem hat man nach der Ausbildung noch relativ viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden und in verschiedene Bereiche reinzugucken, was mich auch sehr angesprochen hat. Nach der Ausbildung kann man zum Beispiel im Einkauf arbeiten. Man kann sich aber auch im Personalwesen spezialisieren oder im Vertrieb oder eben auch dann im dritten Lehrjahr sozusagen seinen Schwerpunkt im Marketing setzen. Also da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Zurzeit bin ich in der Assistenz der Geschäftsführung. Das ist bei uns gerade eine neue Abteilung, wo man sich viel um die Anliegen des Geschäftsführers kümmert. Aber auch um alles, was in anderen Abteilungen so anfällt. Und auch Reiseorganisationen, was auch sehr spannend ist. Man kann Flüge buchen, Zugtickets, alles Mögliche. Genau. Und davor war ich im Vertrieb. Da hat man viel Kontakt zu unseren Kunden, auch im Ausland. Und muss zum Beispiel auch mal Muster mit unseren Papieren zusammenstellen, damit sie unsere Papiere testen können. Und kann auch Sprachen sehr gut anwenden im Vertrieb. Genau. Also die Ausbildung geht insgesamt 3 Jahre lang. Wenn man aber die schulischen Voraussetzungen hat und gute Noten schreibt, kann man diese auch auf 2,5 verkürzen. Insgesamt arbeiten wir in der Woche 38 Stunden, das heißt 8 Stunden pro Tag. Aber aufgrund unserer flexiblen Arbeitszeiten können wir uns die Stunden unter der Woche auch schon reinarbeiten, um dann am Freitag früher gehen zu können. Zur Berufsschule geht man im ersten Lehrjahr normalerweise 2 Tage die Woche. Und im zweiten und dritten Lehrjahr dann nur noch einen Tag. Man kann sich entweder für die Berufsschule in Einbeck entscheiden oder auch in Holzminden. Es geht auf jeden Fall beides. Wir verdienen schon im ersten Lehrjahr um die 1000 Euro und dieses wird dann auch von Jahr zu Jahr mehr. Zusätzlich bekommen wir dazu dann auch immer noch Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Momentan sind wir 4 Industriekaufleute. Eine Mediengestalterin und 3 Papiertechnologen. Was ich besonders gut finde, ist die Hahnemühle Academy. Da treffen sich einmal im Monat alle Azubis aus allen Berufen und ja, wir können uns austauschen, wir können spannende Projekte bearbeiten und hatten sogar letztes Jahr zusammen eine Weihnachtsfeier.